Es tut sich was im Ruhrpott. Umdenken bei Schalke 04, das nun ganz bodenständig auf den Nachwuchs setzt. Shootingstar Julian Draxler will bleiben, trotz diverser Angebote europäischer Topclubs. Dazu gekommen sind der 18-jährige Leon Goretzka, Christian Clemens, erst 21 Jahre alt, und Max Meyer aus der eigenen Jugend, der schon mal schnuppern durfte. Einen neuen Trend bei Schalke will der Trainer aber nicht erkennen. Ich arbeite mit denen, die leistungswillig sind, am liebsten, und um das geht es. Da geht es nicht ums Alter. Also es wird nicht so sein, dass bei mir jetzt ein 30-Jähriger keine Chance hat und ich nur auf die Jugend setze oder die jungen Spieler. Wie gesagt, es geht nach Leistung und nicht nach Alter. Draxler soll in der nächsten Saison noch mehr Verantwortung übernehmen. Goretzka gilt als eines der größten deutschen Talente und Meyer wird die 7 tragen, Rauls ehemalige Rückennummer. Mit der Verjüngungskur vermeidet Schalke teure Transfers, allerdings nicht ohne Risiko. Wer auf Schalke Fußball spielen möchte, der muss auch mit dem Druck dementsprechend klarkommen. Natürlich haben wir eine extrem junge Truppe, aber ich hoffe, dass die Jungs auch schnell lernen und lernfähig sind, dass wir da auch dementsprechend vernünftige Schritte nach vorne machen und auch erfolgreich Fußball spielen.